In der Altstadt von Schwäbisch Gmünd befindet sich ein ungewöhnliches Museum. Kein Museum, was nachträglich jetzt irgendwie eingerichtet worden ist, sondern eine Silberwarenfabrik. Die Silberwarenfabrik Ott Pauser, die hier wirklich vor Ort produziert hat. Was einen hier erwartet, zeige ich jetzt erstmal in einem Schwenk im zweiten Geschoss, wo die Einrichtung noch vorhanden ist, wie sie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hier vor Ort auch stand, wo also Goldschmiede, Graveure, Ziseleure und Poliererinnen tätig waren. Also man könnte ja meinen, morgen fangen die gleich wieder an, weil es sind einfach alle Materialien hier vorhanden. Und es gibt auch Zeiten, wo diese Dinge hier wieder vorgeführt werden. Besondere Zeit muss man sich dann einfach mal im Internet kundig machen. Da kann man die Menschen dann hier bei der Arbeit sehen. 1845 hat Nikolaus Ott diese Gold- und Silberwarenfabrik errichtet und hat dann durch Arbeitsteilung große Stückzahlen herstellen können, die er weltweit exportierte. Er gewann Medaillen bei Weltausstellungen und wie man auch hier sieht, ist selbst das Büro des Chefs noch komplett hier erhalten mit allen Auftragsbüchern, Bestelllisten und Lohntabellen. Aber fangen wir mal unten im Erdgeschoss an, wo die großen Maschinen stehen. Im ersten Raum sieht man rechts den großen Glühofen, denn bei der Metallbearbeitung, die ja mit Ziehen, Drücken, Pressen und Hämmern vonstatten geht, muss das Metall zwischendurch immer mal wieder geglüht werden, damit es geschmeidig bleibt und keine Risse und Brüche entstehen. Vor dem Glühofen steht eine Metalldrückbank. Sie dient zur Herstellung von runden Hohlkörpern. Und zwar wird hier das Blech über gedrechselte Holzformen gedrückt. Mit so einem Drückstahl, hier gibt es ja verschiedene Ausführungen, der wie so ein Hebel angesetzt wird, wird das Blech dann von der Mitte nach außen über so eine rotierende Holzform gedrückt. Meist in mehreren Arbeitsgängen, zum Beispiel ein Becher, der braucht drei Arbeitsgänge, drei verschiedene gedrechselte Holzformen damit dann auch. Und nach jedem Drücken wird natürlich dann wieder zwischengeglüht. Imposant hier der Fallhammer, der von Muskelkraft betätigt wird, an dem Seil wird gezogen, man zieht das 40 Kilo schwere Gewicht hoch, legt dann ein Blech unter und dann rast das der Hammer runter. Das macht man dann zwei, drei Mal und dann hat man die gewünschte Form im Blech vorliegen. Die folgenden Maschinen werden eigentlich alle über Transmission angetrieben und zwar durch einen Gasmotor, den man auch im Nebengebäude wohl besichtigen kann, habe ich aber nicht, wusste das gar nicht so genau. Ich hatte hier so viel zu sehen, also da das war schon mehr als genug. Aber ich würde unbedingt raten, wenn man mal hingeht und sich das anschaut, dass man vielleicht auch an einem Tag dorthin geht, wenn wirklich irgendwas in Betrieb ist. Dann ist das Ganze einfach noch imposanter. Hier sehen wir nun eine Walze. Dort wurden jetzt Bleche und auch Drähte auf die entsprechende Dicke gewalzt, also immer wieder dadurch und zwischengeglüht natürlich. Dann gibt es auch noch eine weitere Walze. Da wurden dann eher dann wohl die Drähte entsprechend durchgetrieben. Und im Vordergrund dann gibt es die Ziehbank. Die wurde allerdings mit Handbetrieb betrieben und diente dann auch nochmal zum Verdünnen von Drähten. Die Drähte wurden dann so durch irgendwelche Zieheisen mit entsprechenden Löchern gezogen, um eben einen ganz bestimmten Durchmesser nachher zu erhalten. Es gab hier auch noch eine ganz alte Ziehbank in einem anderen Raum. Also da war noch hier fast alles dann aus Holz. Also die schätze ich mindestens so um 1800. Ganz interessantes Teil. Hier haben wir jetzt eine Maschine zum Pressen von flachen, aber großen Gegenständen. Eine sogenannte Friktionsspindelpresse. Hatte ich auch noch vorher nie gehört. Aber ein ganz mächtiges Teil. Und wie man schon sieht, oben großes Schwungrad und dann rechts die senkrechten Spindeln oder Planscheibe besser gesagt. Da drückt
eine durch Pressdruck eben dann die Spindel runter und die andere durch Pressdruck wieder hoch. Und beim Pressen ist es dann so, dass man das eben mehrmals durchführt, wie beim Fallhammer, natürlich immer wieder zwischenglühen, um dann eben zu einem fertigen, größeren Teil fertig gepresst zu kommen. Hier vor der Presse sieht man ja so ein Teil, nämlich hier das Oberteil oder beziehungsweise die Hälfte des Oberteils eines dreiarmigen Katzenleuchters. Hier sieht man jetzt einen Teil des Gesenkelagers und auch auf dem Tisch sind einige Gesenke gelegt, also die Negativform. Es gibt ja auch immer eine Positivform, damit dieser Pressvorgang funktioniert. Und hier sieht man ja auch, was man alles so herstellen kann. Hier sehen wir jetzt die Schmelzanlage mit verschiedenen Tiegeln. In diesem Gasofen wurde das Rohmaterial hier selbst hergestellt, zumindest in den früheren Jahrhunderten. Und dem Silber wurde ja Kupfer zugemischt. Dann wurde es zu Barren oder hier Stangen geschmolzen, so von 5 cm Dicke, die dann anschließend hier mit einem Schmiedehammer, mit dem Silberschlaghammer, gehämmert wurden, damit sie verdichtet wurden und so weit gehämmert bis etwa 1 cm Stärke im Durchmesser, um dann in den anderen Maschinen, Walzen noch dünner ausgearbeitet zu werden. Über diese schöne gusseiserne Treppe ging es dann in den ersten Stock. Im ersten Stockwerk gibt es die Galvanikabteilung. Hier wurden in erster Linie Schmuckstücke und Silberwaren versilbert oder auch vergoldet. Und zwar auf elektrolytischem Wege. Das heißt, hier wurden viele Chemikalien benutzt, wie Cyankali, giftige Säuren. Die gesundheitlichen Folgen waren damals wohl noch nicht alle so bekannt. Jedenfalls hatten viele Menschen wohl dann darunter zu leiden, unter solch einem mangelnden Arbeitsschutz. Auch hier beim Weißsieden gab es Chemikalien. Dort wurden Lötstellen gereinigt. Diese kleine Bandsäge hier trennt die überstehenden Ränder ab, die beim Pressen von Blechen natürlich entstehen und natürlich entfernt werden müssen. Daraufhin wird das Ganze dann geschliffen und dann werden zwei solcher Hälften miteinander verlötet. Vorher natürlich mit einem Bindedraht zusammengebunden und dann entsprechend verlötet. Es folgen natürlich weitere Arbeitsschritte, die dann endlich im Polieren enden. Auf diesem Foto hier sehen wir eine Rändelmaschine und davor auch einen Becher. Also hier werden runde Körper mit einer Verzierung versehen, die entsprechenden Randeln, die beiden sehen wir hier oben, einmal positiv, einmal negativ. Sie werden durch einen Stahlgraveur angefertigt mit einem besonderen Muster, der sich dann nachher auf dem Rand des Bechers wiederfindet. Hier sehen wir den Arbeitsplatz des Stahlgraveurs, der in mühevoller und teurer Handarbeit hier Gesenke, Stempel und Rändel für die verschiedenen Pressen herstellt. Dazu benutzt er Meißel, Stichel und auch Feilen. Wenn ich mich recht erinnere, wurden hier an diesem Arbeitsplatz Ziselierungen und Flachgravierungen hergestellt. Also Ziselierungen, indem man das Material plastisch verformt mit Punzen und Hammer oder eben das Flachgravieren, was ja eine spanabnehmende Arbeit ist mit Sticheln.
In einem kurzen Video kann man gar nicht alle Arbeitsplätze und Maschinen hier in dieser Silberwarenfabrik zeigen. Aber ein Raum ist doch noch wirklich wichtig zu erklären. Das ist nämlich der Geoschirrraum, der sich unten befindet. Dort haben wir zwei Maschinen, nämlich eine Gradzug-Geoschirrmaschine und eine Rundzug-Geoschirrmaschine. Mit der Gradzugmaschine bewegt sich ein Arbeitsstück auf und ab. Mit der Rundzugmaschine macht es eine drehende Bewegung. Damit werden dann verschiedene Kleingegenstände fein bearbeitet, eben eine Geoschirrung angebracht. Man sieht hier einige Muster, wie nachher dann auf Zigarettenetuis, Zigarrenkästen, Fotorahmen, Puderdosen und so weiter zu sehen sind. Zum Schluss kann man sich diesen Text hier noch durchlesen, der einen interessanten Aufschluss gibt über das Geoschirren.